Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir wohnen hier in dem richtig toll schönen Häuschen. Wir haben hier unten auf jeden Fall eine richtig große Küche, ein Esszimmer. Dann haben wir hier eine Art kleines Wohnzimmer. Hier innen drin haben wir unser Badezimmer. Und natürlich haben wir hier noch eine zweite Etage. Und hier haben wir jeweils mein Schlafzimmer. Und hier drüben haben wir dein Schlafzimmer. Oh, das ist so cool. Wir haben ein richtig großes Haus. Und vor allen Dingen, Katja, haben wir auch Nachbarn. Moment mal. Oh, stimmt, wir können Hallo sagen. Oh, die wohnt da drüben. Hallo. Oh, hallo. Süß. Guten Tag. Da ist ein Nachbar und da ist noch ein Nachbar. Die wohnt hier direkt neben uns. Das ist so cool. Okay, ich würde sagen, Katja, wir können vielleicht unser Haus noch ein ganz kleines bisschen upgraden oder verschönern. Das wäre, glaube ich, eine sehr gute Idee. In so einen süßen Garten hin. Oh ja, der Baum wird hier auch abgebaut. Ich glaube, das wird richtig doll schön aussehen. Und schau mal da drüben, Katja, die Nachbarn bauen hier auch einen kleinen Vorgarten. Und was machen die denn jetzt hier? Die bauen irgendwas aus Erde? Ja, anscheinend. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Guck mal, die haben hier sogar eine Säge. Hier haben sie auf jeden Fall schon Zaun platziert mit ein paar Stühlen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist das? Ist das eine Statue? Ich glaube schon. Das sieht richtig seltsam aus. Ja, okay. Ja, wir machen das nicht so, oder? Nee. Also unser Garten wird auf jeden Fall ein bisschen schöner aussehen. Was machen die denn da für ein Quatsch? Okay, ich glaube, was wird hier gebaut? Den Baum baue ich auch ab insgesamt. Da können wir auf jeden Fall bei uns schon mal den Zaun bauen und einen kleinen schönen Garten. Und unser Vorgarten ist fertig. Das sieht so schön aus. Wir haben hier einen Zaun drumherum, einen kleinen Teich mit einer Bank. Und schau mal hier unsere Nachbarn. Oh, sind, glaube ich, mit ihrer Statue auch soweit fertig. Was machen die denn jetzt hier? Oh, vielleicht erweitern die auch noch ihr Haus. Moment mal, die bauen hier... Das ist eine Jukebox. Das stimmt, die bauen hier komplettes DJ-Pult auf. Was machen die denn jetzt für einen Quatsch? Oh, hier wird alles kaputt gemacht. Oh, Gott, ich glaube, die spielen jetzt hier Musik. Was machen die denn jetzt hier? Die machen eine Party neben uns. Sieht aus als... Tatsächlich, schau mal hier. Kurze Frage, was macht ihr denn? Die spielen Musik. Aber jetzt geht's ab. Ist richtig laut. Das ist ja wirklich richtig laut. Ich will rein. Was ist denn da los? Denkst du, du kannst so schlafen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, wir hören die Musik nicht so laut. Die machen hier mitten nach einer Party. Die sind hier sogar am Schlagzeug. Ich bin näher an denen. Ich höre gar nichts, Katja. Okay, dann geht's hier auf jeden Fall in mein Zimmer. Mein Bett steht schon bei dir. Oder du kannst gerne auf der anderen Seite schlafen. Es ist noch lauter da. Ich höre gar nichts. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Katja. Ich hoffe, wir können so einschlafen. Die Nachbarn sind ja super laut und super nervig. Schlaf gut. Gute Nacht. Und Katja, es ist mitten in der Nacht. Ich kann auch nicht schlafen. Es ist so laut. Was machen die denn da die ganze Zeit? Es ist super laut. Okay, wir müssen unbedingt rübergehen und fragen, ob sie das vielleicht ausmachen können. Es ist so laut. Was machen die denn hier für eine Party? Könnt ihr das leiser machen? Es ist super laut. Was haben die denn hier gebaut? Die geben uns Erde. Wir brauchen keine Erde. Könnt ihr die Musik leiser machen? Die werfen hier sogar Erde über den Zaun und die sagen nein. Hey, was soll das denn? Die werfen direkt zu uns rüber. Wie sieht denn das hier aus? Guck mal, was die hier gebaut haben. Das ist doch doof. Oh, was ist denn das? Karte, die Nachbarn sind so nervig. Guck mal, man hört sogar hier hinten. So laut, das ganze Dorf hört hier die Musik. Alle. Was ist das denn? Hä? Was hat der denn da? Wie so fies ist das? Hey, aufhören! Die Nachbarn sind so nervig. Okay, ich würde sagen, Katja, wir versuchen trotzdem näher zu schlafen. Gute Nacht, Katja. Ja, gute Nacht. Katja, guten Morgen. Moment mal, es hat geklingelt? Es hat geklingelt. Was ist denn da los? Hey, was ist das denn? Wir werden hier einfach mit Schneebällen abgeworfen von unseren nervigen Nachbarn. Hey, aufhör damit! Stopp! Was soll das denn jetzt hier? Okay, bitte. Es hat geklingelt. Wer hat denn hier geklingelt? Hey, was ist das denn? Das ist der nächste nervige Nachbar mit Schneebällen. Was wird denn hier alles gebaut? Das ist unser Haus. Ihr dürft hier gar nicht sein. Oh, jetzt sind beide mit Schneebällen da. Hey. Aufhör damit! Am frühen Morgen. Das kommt alles weg. Das wird alles hier abgebaut. Was soll das denn jetzt hier? Nein, Moment mal. Unser ganzer See, beziehungsweise Teich, wird hier mit Schnee umgebaut. Hey, Leute. Hey, das dürft ihr gar
nicht machen. Wir haben gestern den ganzen Tag an dem Garten hier verbracht. Ja, das stimmt. Und jetzt wird hier alles kaputt gemacht, beziehungsweise hier wird überall Schnee platziert und Schnee geworfen. Nein, jetzt wird hier noch mehr Eis platziert. Was soll das denn? Katja, unsere Nachbarn sind so nervig. Ich glaube, die wollen hier, nein, noch eine Dirt, eine Skulptur oder eine Statue bauen. Ja. Nicht vor unserem Haus, vor allen Dingen direkt vor unserem Eingang. Die sind viel zu schnell. Guck mal, wie viele Schneebälle der hat. Das Lass uns stimmt. doch einfach in Ruhe. Das ist so mies und fies. Jetzt sind die hier draußen zum Garten und machen Quatsch die ganze Zeit. Guck mal, da sind die beiden. Der tanzt sogar. Aufhören damit. Das muss ja nicht sein. Die sind so mies und fies. Hey, der kommt rein zu uns. Was macht er denn jetzt hier insgesamt? Er geht nach oben, Katja. Er geht nach oben. Leute. Der andere Nachbar kommt auch rein. Was soll das denn jetzt hier? Er geht hier rein. Der andere, Moment mal, ich höre das. Du bist auf Fußboden. Oh. Katja. Oh nein. Nee. Was soll das denn? Der sitzt in deinem Bett, Katja. Raus hier, aber schnell. Hey, au. Oh, wo geht er jetzt hin? Jetzt geht er hier drüben in dein Zimmer, Katja. Nee, nicht in mein Zimmer. Das sind private Sachen. Was soll das Weg denn? Die Nachbarn Los. Sind so nervig. Ey, und so. Küche, wie sieht die denn aus? Aufhör damit, aufhör damit. Katja, hier wird alles ersetzt. Unser ganzer Fußboden, das ganze Haus wird umgebaut. Unser Vorgarten, unser Teich. Was die Nachbarn wir sind denn so da? Nervig. Husch, husch rüber. Ist der andere noch bei uns hier oben? Der baut hier auch um. Aufhör mit dem Quatsch hier. Und hier klingelt es die ganze Zeit. Oh nein. Aufhören, nicht klingeln. Was ist denn da los? Ich baue die Klingel ab, Katja. Die sind ja so nervig. Nein, was macht der jetzt da oben? Oh, die nerven, Katja, unsere Nachbarn. Ja. Okay, die Nachbarn sind auf jeden Fall nicht mehr in unserem Haus. Ich glaube, die sind wieder... Sind die drüben bei sich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehe ich die hier gerade? Da wird gebaut, tatsächlich. Okay, da drüben wird irgendwas gebaut. Wo ist der zweite Nachbar? Sehe ich den hier oben? Nee, hier ist er nicht. Ist er hier bei dir? Hier ist er! Was? Aufhören! Weg! Ab nach drüben! Was macht der hier? Was wird denn hier jetzt gebaut? Schau mal. Die bauen hier ein DJ-Pult hin. Das sind Spiegel. Die bauen hier eine Spiegelwand. Ich spiegel mich hier die ganze Zeit. Oh nein. Okay. Auf jeden Fall sind sie wieder drüben bei sich. Und Katja, wir müssen uns irgendwas überlegen, damit wir die miesen, fiesen Nachbarn, naja, loswerden insgesamt. Ja, aber sowas von, das geht nicht. Nein, irgendwas absolut müssen wir machen. Nicht. Das stimmt. Die sind so doll mies und fies. Guck mal, die machen nur Quatsch und nerven uns die ganze Zeit. Die bauen hier eine XXL-Spiegelwand auf. Was ist denn da los? Ich habe eine Idee, Katja. Moment mal. Und etwas weiter entfernt, außerhalb des Dorfes, eine Art, ja, Bubble-Gefängnis für unsere nervigen Nachbarn bauen. Das bedeutet, wir bauen einfach eine Art, ja, Kugelgefängnis für unsere Nachbarn. Mhm. Dieses bauen wir etwas weiter nach oben in die Luft. Und sobald unsere nervigen Nachbarn dort drunter stehen, fällt das Kugelgefängnis auf sie drauf und sie sind gefangen. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir die Nachbarn, ja, genau an die Stelle hinlocken, ohne dass sie, ja, Verdacht schöpfen. Aber ich würde sagen, als allererstes gehen wir erstmal unauffällig hier raus. Schau mal, wir können vielleicht hier aus dem Fenster rausgehen, dass uns unsere Nachbarn auf keinen Fall sehen. Dann geht's hier nach unten durch. Und dann würde ich sagen, wir können vielleicht hier etwas weiter entfernt das Bubble-Gefängnis bauen. Das wird cool. Ich hoffe, die fallen darauf ein. Und Kater, unser Bubble-Gefängnis ist so cool. Es schwebt hier einfach oben in der Luft. Wir haben drei Propeller dran gebaut und genau hier unten drunter werde ich das X markieren. Das ist genau hier die Mitte insgesamt. Ja, das ist die Mitte. Okay. Und Epic, wir haben ja sogar was zum Locken. Tatsächlich. Wir haben nämlich ein Auto. Das werden wir genau hier in die Mitte des X's platzieren. Dann werden wir von den Nachbarn bis hierhin eine kleine Schlüsselspur legen, wo sie hoffentlich näher hinterherlaufen. Und sobald sie genau hier unter dem Bubble-Gefängnis sich befinden, beziehungsweise hier beim Auto, dann werden wir die Propeller ausmachen und das Bubble-Gefängnis fällt runter auf unsere nervigen Nachbarn hier drauf. Okay, das Auto steht das perfekt nice hier aus. Unter dem Bubble-Gefängnis. Ich habe einige Schlüssel. Da würde ich sagen, hier kommt der erste Schlüssel hin. Hier vorne kommt der nächste Schlüssel hin. Dann haben wir hier so eine Art kleine Schlüsselspur bis genau vor unseren Nachbarn. Okay, dann kommt hier vorne noch ein Schlüssel hin. Ganz genau hier. Dann machen wir hier noch einen hin. Und hier vorne sind ja schon unsere Nachbarn. Schau mal, da habe ich hier noch einen Schlüssel. Und der vorletzte Schlüssel, den lege ich denen mal genau hier hin. Okay, sobald sie hier den ersten Schlüssel finden, müssten sich hier der Spur näher folgen. Wir können, Katja, alles unauffällig beobachten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hinten sind sie. Oh, hier sind Fallen aufgestellt. Passt bloß auf. Stimmt. Die sind ja nervig. Was ist denn da los? Die haben hier Fallen einfach. Okay, da vorne sind die beiden nervigen Nachbarn. Wir müssen jetzt nur warten, bis sie den ersten Schlüssel gefunden haben. Und Katja, ich glaube, die Nachbarn haben den Schlüssel gefunden. Tatsächlich, die halten ihn in der Hand. Sehr gut.
Das klappt so doll gut. Okay, ich gehe mal ein bisschen unauffälliger hier hinters Haus, dass die mich auf jeden Fall nicht sehen. Moment mal. Gehen die hier gleich entlang? Tatsächlich, das sind die beiden Nachbarn. Oh, das klappt so doll gut. Okay, da hinten ist das Bubble-Gefängnis. Die Nachbarn haben uns auf keinen Fall gesehen. Und da hinten steht auch das Auto. Wie gut ist das denn? Okay, sie sehen das Auto, sehen das Auto. Okay, wir müssen jetzt gleich die Propeller ausschalten. Sie sind beim Auto und Propeller gehen aus. Ja, es hat geklappt, tatsächlich. Das Bubble-Gefängnis ist einfach mehr runtergeplumpst. Wir wollen raus. Ihr dürft hier absolut ganz und gar nicht raus. Ihr wart richtig doll mies und fies und habt uns die ganze Zeit genervt. Nein, wir lassen euch auf keinen Fall hier aus dem Bubble-Gefängnis raus. Ihr wart richtig doll nervig. Ihr habt die ganze Nacht Musik gespielt. Ihr habt alles hässlich gebaut. Was soll das denn? Der Tanz? Das war so der Tanz. Ey, was soll das denn? Die sind so doll mies und fies. Ihr kommt hier auf keinen Fall raus. Und das Gute ist, Kater, da die Nachbarn jetzt hier in unserem Bubble-Gefängnis eingesperrt sind, haben wir keine nervigen Nachbarn mehr neben uns. Stimmt. Und wir können einfach ganz entspannt leben. Es ist ruhig, es ist friedlich. Die beiden miesen Fiesen sind jetzt hier einfach eingesperrt. Okay, dann würde ich sagen, wir können bei uns auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Ich hole ein bisschen was zu essen und gebe das den beiden. Und wir haben jetzt einfach unsere nervigen Nachbarn im Bubble-Gefängnis eingesperrt. Was ist denn da los? Okay, wir räumen hier vorne auf jeden Fall ein bisschen auf. Ich habe auf jeden Fall ein paar Äpfel und ein bisschen was zu trinken für unsere nervigen Nachbarn hier hinten im Bubble-Gefängnis. Was machen die denn da für einen Quatsch? Vor allen Dingen, hier müssen sie einfach das Auto mit in ihrem Bubble-Gefängnis mit drin stehen. Aber ist bei denen? Ja, ich bin bei den beiden. Okay, ich mache hier nochmal alles ein bisschen schöner. Ja, sehr gut. Ich baue mich hier nach oben. Hallo, da. Hey, die haben doch Erde. Was soll das denn? Die sind richtig stocksauer, glaube ich. Dann geht's hier nach oben und hier wird aufgewacht. Hallo, ihr beiden. Schaut mal, ich habe ein bisschen was zum Essen und auch ein bisschen was zu trinken. Bitteschön. Dann wird hier natürlich wieder zugemacht. Sehr gut. Okay, die sind hier auf jeden Fall tipptopp doll gut. Hier eingesperrt. Die teilen miteinander. Das ist sehr gut. Das baue ich wieder ab. So und so. Die sind so doll mies und fies. Aber zum Glück kommen sie hier auf keinen Fall raus aus dem Bubble-Gefängnis. Ciao, Kakao. Okay, es sind 7 Tage vergangen. Hier ist alles so schön ruhig ohne unsere Nachbarn. Hier sieht alles so schön aus. Das haben wir alles aufgeräumt. Aber Kater, ich glaube, da unsere Nachbarn jetzt schon 7 Tage dort im Bubble-Gefängnis eingesperrt sind, sollten wir sie vielleicht wieder rauslassen. Wir können sie fragen, ob sie sich benehmen und uns nicht mehr nerven. Und vielleicht haben sie ja was draus gelernt. Lassen wir sie raus. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, dann geht's auf jeden Fall ab zu unseren Nachbarn im Bubble-Gefängnis. Und Kiata, was ist denn da los? Die haben Chatpacks, aber kommen natürlich trotz der Chatpacks hier nicht aus dem Bubble-Gefängnis raus. Was machen die denn da? Die sehen aus wie 2 Fliegen, die hier rumfliegen. Ja, was ist denn da los? Die wollen unbedingt wieder raus. Vor allen Dingen, die sind jetzt einfach seit 7 Tagen eingesperrt. Wie sieht das denn aus? Guck mal, der ganze Boden. Oh nein. Hey, ihr beiden, was ist denn da los? Hey, dürfen wir endlich raus? Wir machen auch keinen Quatsch mehr. Raus. Das hört sich schon gut an. Also wenn ihr wirklich keinen Quatsch mehr macht, dann lassen wir euch nach den 7 Tagen hier im Bubble-Gefängnis auch wieder raus. Wir werden freundliche Nachbarn. Oh, das hört sich gut an. Wollen wir sie rauslassen, Katja? Na gut, dann würde ich sagen, wir können euch rauslassen, wenn es so wirklich stimmt. Ihr dürft aber wirklich keinen Quatsch mehr machen, okay? Ja, okay. Ich mache hier auf. Zack und zack. Und ihr dürft raus. Let's go, ihr seid wieder frei. Und Kater, schau mal, die Nachbarn machen tatsächlich keinen Quatsch mehr. Sehr Hallo. Gut. Die sind bestimmt froh, dass wir sie rausgelassen haben. Stimmt, oh, wie süß. Das sind jetzt einfach freundliche Nachbarn. Oh, sehr cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.